Hallo und herzlich willkommen zu SBC. Heute zeige ich euch, wie ein Röhrenfernseher funktioniert, beziehungsweise eine Bildröhre. So, wir sehen jetzt hier eine vereinfachte Querschnittszeichnung einer Bildröhre. Im hinteren Teil der Bildröhre befindet sich der Kathodenstrahler, welcher mit Hilfe elektrischer Ladung einen Strahl in Front projiziert. Die in der Front befindliche Phosphorbeschichtung leuchtet bei Kontakt mit dem Strahl auf und erzeugt damit einen leuchtenden Punkt. Ein im hinteren Teil befindlicher Magnet, hier ist er, lenkt den Strahl ab und zeichnet damit ein Raster auf den vorderen Bildschirm. Dieses Raster wird dazu benutzt, das entsprechende Bild zu projizieren, wobei immer nur ein Punkt im Moment angestrahlt wird, die Phosphorbeschichtung jedoch nachglüht. Was zur Folge hat, dass wenn man ein Foto von einem Bildschirm schießen würde, es ungefähr so aussehen würde, da die Leuchtkraft langsam nachlässt. Viel zu schnell für das menschliche Auge, deshalb sieht man es auch als statisches Bild. Und nun wird es Zeit, einen genauen Blick auf die Einheit zu werfen, die diesen Strahl erzeugt. Als erstes Teil haben wir hier das Heizfilament. Das zweite Teil ist die Kathode. Das dritte Teil ist die erste Anode, gefolgt von der zweiten Anode. Dann haben wir noch die vertikale und horizontale Deflektion, welche den Strahl steuert. Fahren wir nun fort mit der Funktion. Das Heizelement erhitzt die Kathode und setzt dadurch negativ geladene Elektronen frei. Diese Elektronen werden von der positiven Spannung, unter der die Anode steht, angezogen und in Richtung Bildschirm beschleunigt. Dadurch entsteht der Punkt auf dem Bildschirm. Die Deflektion ist wiederum dazu da, den Strahl zu lenken. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie eine Bildröhre funktioniert. Also, wenn ihr das nächste Mal gefragt werdet, dann wisst ihr es.